Das, was ich heute präsentieren möchte, ist eine empirische Studie. Es gibt also im Gegensatz zum Anfang von heute jetzt wirklich weniger Bilder und viele Zahlen. Aber keine Angst, die sind halt verständlich. Und ich habe das mit der Elisa Fuchshofer gemacht, die vielleicht auch gerade jetzt hier zuschaut und die ich vielleicht auch jetzt persönlich mal begrüßen möchte. Das ist eine Bachelor-Thesis gewesen und wir haben noch einen Unterstützer gehabt. Das ist Bonheur. Bonheur ist eine Eventagentur, übrigens gegründet aus dem Weiterbildungsstudiengang der TUCAT heraus, der Hendrik Martin, den kennen Sie vielleicht auch noch, der steht halt dahinter. Ja, also wir haben da sozusagen auch über die TUCAT Connections aufgebaut und Bonheur ist eine Veranstaltung, die sich eben vor allen Dingen so im Musikmarketing, im Cultural Branding auseinandersetzen mit der Frage, wie kann man Marken in Musikkontexten, also bei Festivals halt entsprechend einsetzen. Und wir gemeinsam sind jetzt auf das Thema gekommen, ja, also mal das sogenannte ökologisch verantwortliche Sponsoring, das ist jetzt ein relativ sperriges Wort, ich werde es gleich erklären, mal in einer empirischen Studie aus Sicht von Festivalbesuchern zu analysieren. Ja, und Sie haben es ja gerade schon entsprechend angesprochen. Das Ding reagiert jetzt gerade nicht. Ist vielleicht aus, genau, deswegen geht es nicht. Genau, jetzt. Ein wichtiges Thema ist logischerweise die Nachhaltigkeit. Der Herr Hagen hat es ja auch schon dargestellt. Ein ganz großes Problem ist eben An- und Abreise von den Gästen, von Künstler und Künstlerinnen, aber auch letztlich von der ganzen Technik, die da entsprechend hingekarrt wird. Wir haben aufwendige Veranstaltungstechnik. Trotz LEDs und Co. verbrauchen wir immer noch Energie. Ja, und wenn die nicht regenerativ ist, dann haben wir auch ein entsprechendes Problem. Und vielleicht ein spezielles Umweltproblem, was wir noch bei Musikfestivals haben. Diejenigen, die von Ihnen vielleicht Musikfestivals besuchen, die wissen das, wenn man am letzten Tag sich mal umdreht, dann sieht es so aus. Ja, das heißt also, da liegen Zelte rum und der ganze Müll und da müssen wir uns irgendwie mal Gedanken drüber machen, wie können wir mit der ganzen Geschichte umgehen. Da gibt es ja auch schon viele Dinge, die getan werden. Wir können Veranstaltungen, das ist jetzt so eine Perspektive aus der Service Dominant Logic, ich weiß nicht, ob alle das von Ihnen schon mal gehört haben, das ist so ein Begriff, der in den letzten 20 Jahren so das Marketing so ein bisschen revolutioniert hat. Und da wird davon ausgegangen, dass man Veranstaltungen ja so als Service-Ökosysteme sehen kann und da sind viele Akteure, die jetzt bei einem Festival auch eine Rolle spielen, die davon entsprechend profitieren. Im Mittelpunkt, wie die Spinne im Netz, sitzt sozusagen erstmal der Veranstalter, der eben auch im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit sicher eine große Verantwortung hat, um die ganzen Akteure zu koordinieren. Wir haben uns aber hier mal bewusst einen anderen Akteur rausgesucht, der vielleicht bisher noch gar nicht so im Mittelpunkt stand. Jedenfalls hat es die Literaturrecherche gezeigt. Das sind die Sponsoren. Also mal die Frage zu stellen, was können die denn zusätzlich als Akteur vielleicht noch machen? Kann es denen gelingen, entsprechend Veranstaltungen zu unterstützen? Und da kommen wir jetzt zu diesem sperrigen Begriff des ökologisch verantwortlichen Sponsorings. Das heißt also, da geht es letztlich darum, dass ich als Unternehmen mich engagiere auf der Veranstaltung, indem ich Sachleistungen, Dienstleistungen, Wissen, Finanzmittel zur Verfügung stelle, um die Veranstaltung nachhaltiger zu gestalten. Aber das ist natürlich jetzt nicht das Hauptziel eines Veranstaltungssponsors, sondern das Hauptziel ist immer noch Kommunikation mit der Zielgruppe, also die klassischen Kommunikationsziele zu erreichen und hier vielleicht sogar mit einem stärkeren Fokus auf das Thema Corporate Social Responsibility, also sich selber als verantwortungsvoll handelndes Unternehmen darzustellen. Beispiele kann man sich relativ leicht herleiten. Was könnte das sein? Das könnte also sein, dass Hersteller von Elektrofahrzeugen jetzt Transportdienstleistungen im Kontext des Festivals übernehmen, dass wir Energieversorger haben, die vielleicht ein Festival mit regenerativen Energien als Sponsor versorgen. Das können Lebensmittelhersteller sein, die vielleicht das Crew-Catering übernehmen, indem da vegane Produkte angeboten werden oder eben auch generell jedwedes andere denkbare Unternehmen, was einfach Finanzmittel gibt, um vielleicht bestimmte Prozesse auf dem Festival nachhaltiger zu gestalten. So, die ganze Geschichte wird aber nur funktionieren für einen Sponsor, wenn die Zielgruppe, also sprich die Festivalbesucherinnen und Besucher, das auch akzeptieren. Ja, wenn ich keine Akzeptanz habe, werde ich keine Resonanz bekommen und dann mache ich das als Sponsor wahrscheinlich nicht. Und das war so ein bisschen unser Thema, mal zu schauen, was ist so das Bild von Festivalbesuchern zu so einem Konzept. Ich will Ihnen kurz die Forschungsfragen aufzeigen. Also zuerst haben wir erstmal uns die Frage gestellt, ja, wie wichtig ist Festivalbesuchern überhaupt das Thema Nachhaltigkeit? Weil wenn es unwichtig ist, brauche ich es letztlich gar nicht machen. Die zweite Frage war, wer ist verantwortlich aus eurer Sicht, also aus Sicht der Festivalbesucherinnen und Besucher für die Nachhaltigkeit eines Festivals? Welche Akteure sollten sich da entsprechend engagieren? Dann die Fragen 3 und 4, das sind eher so klassische Fragen, die sind auch in ganz vielen anderen Studien schon untersucht worden. Da geht es also darum, welche Ziele verfolgen Sponsoren aus Sicht der Festivalbesucher? Was sorgt besonders für Glaubwürdigkeit eines Sponsorings auf so einer Veranstaltung?
Die Frage 5 und 6, die haben wir dann sehr speziell auf dieses ökologisch verantwortliche Sponsoring zugeschnitten, haben also gefragt, wie findest du das? Ist das gut, schlecht, glaubwürdig, unglaubwürdig? Und wir haben natürlich auch nach potenziellen Kommunikationswirkungen gefragt, die sowas halt bei der Zielgruppe bringen kann. Ja, und die letzte Frage, da ging es so ein bisschen um Hypothesen. Wir haben also so ein bisschen auch Hypothesen getestet, die will ich Ihnen jetzt hier aus Zeitgründen nicht herleiten und vorstellen. Ganz zusammengefasst ging es also darum, wie stark sich das Umweltbewusstsein der Befragten letztlich auf bestimmte Bewertungen dieses ökologisch verantwortlichen Sponsorings auswirkt. Wir werden es dann am besten mal uns anhand der Daten anschauen. Ja, kurz zur Studie. Wir haben das als Online-Befragung gemacht, und zwar in diesem Jahr im Frühjahr. Und Bonheur hat halt, sag mal, ein relativ großes Netzwerk zu Festivals. Und die Festivals haben dann unseren Fragebogen über ihre Social-Media-Kanäle und so weiter an ihre Zielgruppen gespielt, sodass wir letztlich, sag mal, eine sehr komfortable große Stichprobengröße erreicht haben, die jetzt halt auch entsprechend hier in die Untersuchung eingegangen sind. Also ist nach Datenbereinigung sind es jetzt 1428 Personen, die daran teilgenommen haben. Also das ist profund, würde ich mal sagen. Okay, schauen wir uns ganz kurz wer das ist. Wir sehen hier auf der einen Seite das Geschlecht, und da muss ich vielleicht gleich auch ein bisschen Salz in die Suppe streuen. Wir sehen also 68% weiblich. Da würde ich halt sagen, was das Geschlecht betrifft, sind wir wahrscheinlich hier nicht repräsentativ. Also ich war früher auch ab und zu mal so auf Festivals, da ist jetzt nicht so ein großer Frauenüberhang. Das wäre mir aufgefallen, sondern also, ja, wir haben ein Drittel Männer, zwei Drittel Frauen. Also das heißt, die Frauen haben da wahrscheinlich eine höhere Bereitschaft gehabt, daran teilzunehmen. Bildungsabschluss, das höchste war abgeschlossenes Hochschulstudium, sind auch die meisten Leute, und dann eben eine entsprechende abgeschlossene Berufsausbildung. Und das Durchschnittsalter war 30 Jahre. Das vielleicht bloß so mal zur Einordnung, damit Sie eine Idee haben, wer jetzt hinter der Stichprobe letztlich steht. Okay, jetzt kommen wir mal zu den einzelnen Fragen. Also die erste Frage war, dass wir einfach mal so gefragt haben, ja, was sind denn so die wichtigsten Kriterien für deine Kaufentscheidung, dich für ein Festival zu bewerben? Da ist jetzt, nicht zu bewerben, sondern daran teilzunehmen. Die Ergebnisse sind jetzt nicht sonderlich verwunderlich. Auf Platz 1 natürlich der Content. Ja, ich gehe dahin, weil bestimmte Bands und Künstler auftreten, die ich haben möchte. Und auf Platz 2 dann die Ticketpreise. Also wir haben so das klassische Preis-Leistungs-Verhältnis hier. Darum ging es uns auch gar nicht. Uns ging es letztlich eher darum, einfach mal zu schauen, wo steht denn das Thema Nachhaltigkeit jetzt im Kontext anderer Kriterien. Und dann sehen wir, dass das dann schon relativ weit nach unten gerutscht ist. Ja, dann haben 20 bis 22% haben da so ein bisschen Nachhaltigkeitskriterien angegeben, aber das ist jetzt nicht kaufentscheidend. Ja, das ist halt so vielleicht ein Hygienefaktor, das ist nett, wenn es da ist, aber eigentlich ist es für mich jetzt als Besucherin oder Besucher nicht sonderlich wichtig. So, das war der eine Punkt. Und dann haben wir gesagt, okay, wenn wir über das Thema reden, sollten wir vielleicht auch mal über das Thema Umweltbewusstsein reden, und das haben wir dann relativ aufwendig gemessen. Das ist halt auch üblich in der Wissenschaft. Also es gibt so drei Komponenten, die wir untersucht haben. Die kognitive Komponente, das ist so das Umweltwissen. Die affektive Komponente, das ist die emotionale Betroffenheit der Zielgruppen. Ja, also fühle ich mich gut oder schlecht, wenn ich da an die Probleme denke. Und das letzte ist die konative Komponente, die sich letztlich darauf bezieht, welche Dinge tue ich denn jetzt überhaupt? Ja, wie verhalte ich mich im Umweltkontext? Die Skala läuft hier von 1 bis 5, also 1 relativ wenig Zustimmung und 5 sehr starke Zustimmung. Also je größer die Zahl ist, umso höher das Umweltbewusstsein. Im Weiteren werde ich jetzt mit zusammengefassten Daten arbeiten, also für die Statistikfans unter Ihnen, Sie kennen wahrscheinlich Cronbachs Alpha, ja, also die rechte Spalte, die uns was darüber sagt, ob ich diese Items jetzt zusammenfassen darf, prodimensionieren und aggregieren darf. Und ja, also der eine, das muss 0,7 sein, da oben haben wir 0,66, aber 0,7 ist jetzt keine feste Zahl, sondern wir haben gesagt, wir können diese Dinge halt entsprechend aggregieren. Heißt also, wenn wir es uns mal zusammengefasst angucken, kommt das hier raus. Das heißt also, bei den Befragten ist die kognitive Komponente sehr stark ausgeprägt. Das heißt, jeder weiß Bescheid. Ja, wir haben Umweltprobleme. Das ist jetzt nicht der neueste Punkt. Wir sind auch alle emotional betroffen. Das ist die affektive Komponente. Und dann kommt eben das, was jeder von uns auch von sich selber kennt, wenn er sich mal ehrlich betrachtet, dass die konative Komponente dann schon ein Stück weit hinterherhinkt. Ja, also wir wissen alle, es gibt ein Problem, wir sind emotional betroffen. Wenn es aber dann darum geht, eine konkrete Kaufentscheidung zu treffen, dann vergessen wir das vielleicht halt auch mal. Das wird halt als Bewusstseinsverhaltenslücke bezeichnet, dieses Phänomen. Und das, ich bin da jetzt nicht der Erste, der das hier zeigt, sondern das ist halt auch letztlich standardisiertes Wissen, und durch reine Selbstbeobachtung kann man es auch häufig bei sich selber feststellen, mich mit eingeschlossen. Genau.
Der nächste Punkt, den wir gemacht haben, haben gesagt, okay, wir versuchen mal noch differenzierter uns die Stichprobe anzuschauen. Und jetzt kommt noch ein bisschen mehr Statistik. Wir haben also eine Clusteranalyse durchgeführt und haben mal versucht zu gucken, ob wir die Leute anhand ihres Umweltbewusstseins in Gruppen einteilen können. Und das ist relativ gut gelungen. Das sehen wir jetzt hier. Wir haben also drei Cluster. Das erste Cluster, da sehen wir, da ist sozusagen bei allen drei Komponenten die höchste Zustimmung im Vergleich zu dem Rest. Bei dem zweiten Cluster, das habe ich jetzt mal mittleres Umweltbewusstsein genannt, man könnte auch noch sagen, es ist noch relativ stark, weil wenn Sie mal die kognitive und die affektive Komponente sich anschauen, haben die noch eine relativ starke Ausprägung. Und ja, dann gibt es ein Cluster, da ist das relativ gering ausgeprägt. Das ist so, die Leute sagen, ja, okay, das interessiert mich jetzt halt relativ wenig. Die spannende Frage ist jetzt, wie sind diese Cluster verteilt auf die Gesamtstichprobe? Dann sehen wir hier, also Cluster 1, 41%, also relativ stark ausgeprägt. Das zweite Cluster macht die Hälfte aus, also das mittlere Umweltbewusstsein oder noch leicht starke Umweltbewusstsein. Und wir haben dann 13% von Leuten, die sagen, das ist jetzt für mich eigentlich komplett irrelevant, dieses Thema. Auf der rechten Seite, da will ich nur ganz kurz drüber gehen, aus Zeitgründen sehen wir jetzt die Zusammenfassung, also wer steckt in den Clustern drin, ja, die Soziodemografika. Und da können wir halt sagen, das Cluster mit dem höchsten Umweltbewusstsein ist tendenziell eher weiblicher, hat tendenziell eine höhere Bildung und ist tendenziell jünger. Ja, also auch das ist was, was ich so in meiner Alltagserfahrung beobachte, ja, dass halt Frauen da vielleicht auch mittlerweile ein bisschen weiter sind als wir. Und alte, weiße Männer wie ich, die sind wahrscheinlich dann im Cluster 3 oder so, keine Ahnung. Okay, ja, vielleicht erstmal dazu und ein kleines Zwischenfazit, also was wir erstmal sehen. Wir haben, ich habe es jetzt mal starkes bis sehr starkes Umweltbewusstsein genannt, also 87% haben das irgendwie auf dem Schirm, ist für die auch ein entsprechendes Thema, aber eben nicht bei der Kaufentscheidung. Heißt also, es sind, ich vermute mal, eher so Basisfaktoren, dass sowas erfüllt werden muss, aber darüber hinaus erstmal nichts. Und wir haben eben dieses Problem der Bewusstseinsverhaltenslücke. Und was heißt das für das Festival? Naja, wenn wir wieder an unsere Umweltprobleme denken, wenn ich jetzt als Festivalveranstalter meine Zielgruppe mit einbinden möchte und die zu einem entsprechenden Verhalten animieren will, dass die vielleicht doch mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen und so weiter, ist das gar nicht so einfach. Ja, weil eben so, ja, es ist halt ganz wichtig, aber dann fahre ich doch hier mit dem Auto, weil ich dann schneller irgendwie bei dem Festival bin. Deswegen ist es eben wichtig, als Veranstalter in diesem Service-Ökosystem auch mit anderen Akteuren zusammenzuarbeiten, um letztlich das Festival ökologisch nachhaltiger zu machen. Und dann sind wir eben genau da, wo wir letztlich in unserer Studie auch hinwollten, uns mal ein bisschen genauer mit den Sponsoren auseinanderzusetzen. So, na, die nächste Frage war jetzt, jetzt kommen wir tatsächlich stärker zu diesem ökologisch verantwortlichen Sponsoring. Die erste Frage, wer ist denn aus deiner Sicht überhaupt verantwortlich, ein Festival nachhaltig zu gestalten? Und da sehen wir auf Platz 1 und 2, dass die Befragten eben den Veranstalter da in der Pflicht sehen, das ist ja auch relativ klar, ja, der ruft das halt ins Leben, und dass man aber auch auf sich selber schaut und sagt, okay, auch wir als Besucherinnen und Besucher haben da eine entsprechende Verantwortlichkeit. Sponsoren, jetzt hier grün dargestellt, sind da relativ weit unten, das heißt, die meisten haben das gar nicht so auf dem Schirm, dass ein Sponsor vielleicht da auch was machen könnte oder dass der vielleicht auch eine Verantwortlichkeit hat, das entsprechend zu unterstützen. Das hat vielleicht sogar den Vorteil, das müsste man nochmal untersuchen, dass, wenn man das nicht auf dem Schirm hat, dass vielleicht für Unternehmen, die so etwas machen, auch die Chance besteht, mehr Aufmerksamkeit zu erregen. Ja? Weil keiner erwartet, dass ein Sponsor sowas macht. Dann komme ich um die Ecke und sage, hey, wir haben jetzt die und die Aktivität gemacht, um das Festival nachhaltiger zu gestalten. Und dann ist es vielleicht ein Mehrwert für Sponsoren im Sinne von mehr Aktivierung der Zielgruppe. Okay, welche Ziele verfolgen Sponsoren, haben wir die Zielgruppe gefragt, und da sehen wir, dass wir es mit einer sehr aufgeklärten Zielgruppe zu tun haben, also allen ist bewusst, dass Sponsoren erstmal kommerzielle Ziele verfolgen, das heißt also, es geht letztlich darum, zu aktivieren, Aufmerksamkeit zu erregen, Image zu beeinflussen, Produkte zu verkaufen, und man sieht jetzt Sponsoren nicht unbedingt als diejenigen, die ökologisch verantwortliches Sponsoring halt machen müssten oder jetzt das altruistische Ziel haben, eine Veranstaltung ökologischer zu gestalten. Also auch hier ist es so, dass das relativ unbekannt ist, dieses Phänomen. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, weil es halt noch gar nicht so häufig umgesetzt wird. Ja? Vielleicht ist es in 10 Jahren, wenn das tatsächlich mehr Unternehmen machen würden, sieht das Bild dann vielleicht schon anders aus. Okay, wann ist Sponsoring glaubwürdig? Generelle Frage, die wir gestellt haben, auch hier
baut das auf Erkenntnissen, die bekannt sind. Ja, wer sich mit Sponsoring-Literatur auseinandersetzt, wird jetzt hier nicht sagen, das habe ich noch nie gehört. Platz 1, immer ganz wichtig, ist dieser Image-Fit. Das heißt, Image-Fit bedeutet, das Image des Festivals sollte zum Sponsor passen und dann entsteht mehr Glaubwürdigkeit. Der zweite Punkt ist ganz interessant, finde ich, weil auch Glaubwürdigkeit dann gegeben ist, wenn die Befragten oder die Festivalbesucherinnen und Besucher einen Nutzen aus dem Sponsoring ziehen, wenn der vielleicht auch noch kommuniziert wird, dass man sagt, okay, ich habe selber was davon, weil das Ticket ist preiswerter geworden oder der Sponsor bietet Entertainment-Möglichkeiten vor Ort und das stößt durchaus auch auf Akzeptanz. Aber auch eben, dass das Sponsoring dem Festival hilft, nachhaltiger zu werden. Das ist auch etwas, was durchaus ein Treiber sein kann von Glaubwürdigkeit. Ist aber wieder ein bisschen abhängig davon letztlich von den Umweltclustern, die wir haben. Das ist gleich die nächste Folie. Das heißt, hier ist es noch so auf dem dritten Platz. Und wenn wir uns aber mal die Cluster anschauen, und zwar jetzt ganz konkret mal das Cluster mit dem hohen Umweltbewusstsein, dann sieht es halt anders aus. Da haben wir hier einen Wert von 4,3 in dieser Gruppe. Das heißt, bei denen, also bei Menschen, die sehr umweltbewusst sind, hat das einen höheren Stellenwert. Ja, das heißt also, die sagen dann, okay, super, da ist jemand, der kümmert sich genau um das Problem, was ich halt auch selber vielleicht sehe in der Welt. Und der engagiert sich entsprechend. Und das ist natürlich gerade dann bei Festivals, wo wir so eine Zielgruppe haben, die vielleicht auch sehr stark umweltbewusst ist, vielleicht für Sponsoren auch wieder eine attraktive Informationen, um über solche Aktivitäten mal nachzudenken. Wie bewerten Festivalbesucher dieses ökologisch verantwortliche Sponsoring? Sehr gut. Ja? Also der erste Punkt ist so die Einstellung von 1 schlecht bis gut. Da kommen wir auf 4,7. Kann man auch nichts anderes erwarten, dass alle sagen, das finde ich ja klasse, wenn sich da jemand um das Thema kümmert. Die Passfähigkeit ist groß. Ja, und dann geht es aber schon langsam runter. Glaubwürdigkeit, Authentizität sind nicht mehr so stark ausgeprägt. Und dann haben wir eben noch den Punkt kommerziell versus gemeinnützig. Das ist ein interessanter Punkt, der letzte. Also da ist die Zielgruppe sich nicht so ganz klar. Ist es jetzt was Gemeinnütziges oder was Kommerzielles? Und da müssen wir wieder drüber nachdenken, dass eben gekoppelt mit dem Wissen, dass die Zielgruppe weiß, dass die Sponsoren eigentlich finanzielle Ziele verfolgen, dass wir natürlich auch mit so einer Sponsoring-Aktivität ein bisschen Gefahr laufen könnten, in den Bereich eines Greenwashing-Verdachts zu rutschen. Ja, und da muss man halt dann als Unternehmen auch aufpassen, dass man, was man da tut, auch glaubwürdig darstellt, dass die Zielgruppe das auch nachvollziehen kann. Und damit ist natürlich wichtig, vielleicht auch was zu machen, was möglichst sichtbar ist für die Zielgruppe, damit die eben nicht sagen, ja, die erzählen uns halt irgendeine Geschichte, aber eigentlich ist es nur Greenwashing. Bewertung hier wieder gleiches Ergebnis. Leute mit einem hohen Umweltbewusstsein bewerten wieder auf allen Ebenen das ökologische Sponsoring ein bisschen besser. Den einzigen nicht signifikanten Unterschied haben wir hier unten bei diesem kommerziellen und gemeinnützigen. Das heißt, das sehen alle so. Ja? Das heißt also, alle sind sich so uneinig, ob es jetzt kommerziell ist oder ob es gemeinnützig ist. Und dann deswegen ist halt auch bei allen damit zu rechnen, dass eben man besonders kritisch mit der Sache halt umgeht. Okay, ja, und was habe ich jetzt als Sponsor davon? Das ist so die letzte Frage oder das letzte Thema, was ich heute noch Ihnen zeigen möchte. Wie reagiere ich als Befragter? Das ist natürlich eine Selbstspiegelung. Da ist immer die Frage, ob das dann tatsächlich auch in Verhalten umgesetzt wird. Aber das Problem haben wir im Sponsoring ja letztlich immer. Wir sehen also hier, dass vor allen Dingen erstmal das ökologische Sponsoring auf die Meinung, also auf die Einstellung einzahlen kann, dass man sagt, okay, das ist ein Sponsor, der engagiert sich. Da bekomme ich ein gutes Bild von dem Sponsor. Und dann haben wir auch noch ein paar Verhaltenswirkungen, die dann aber schon deutlich ein Stück zurückgehen, also Mund-zu-Mund-Propaganda oder tatsächlich der Kauf des Produktes. Und auch hier wieder gleiches Phänomen, wenn wir uns das wieder in Bezug auf die Umweltcluster halt anschauen, sehen wir, dass Menschen mit einem hohen Umweltbewusstsein sich dann halt auch stärker überzeugen lassen, vielleicht eine etwas stärkere Kaufintention haben und auch die Weiterempfehlungsbereitschaft größer ist. Ja, also man honoriert sozusagen das Engagement des Sponsors mit solchen Dingen. Genau, und damit komme ich eigentlich auch schon zum Fazit und möchte ganz gerne auf der letzten Folie nochmal das zusammenfassen, was ich gerade präsentiert habe. Also wir sehen, dass es gegenüber Sponsoren oder Unternehmen, die sich jetzt auf einem Festival engagieren und versuchen, das ökologisch nachhaltiger zu gestalten, dass es da durchaus bei Festivalbesucherinnen und Besuchern einen entsprechenden Goodwill gibt, also das halt zu honorieren, entsprechend zu unterstützen. Das ist schon mal ganz positiv für mich als Sponsor, wenn ich mir so Gedanken über so was mache, aber wir müssen eben immer dran denken, dass der Zielgruppe bewusst ist, es geht um eine kommerzielle Aktivität und dass dann eben im Hintergrund immer so dieses Problem des Greenwashings sein kann und deswegen müssen wir eben aufpassen, dass wir glaubwürdig sind
Da haben wir auch schon was dazu gesehen. Glaubwürdig sind wir dann, wenn wir eine Passfähigkeit haben. Also wenn wir beispielsweise ein Festival haben, was sich vielleicht schon auf den Weg gemacht hat in Richtung ökologisches Verhalten, macht es halt Sinn, auch eine Marke zu finden, die auch schon vielleicht ökologisch ist. Und dann passt das relativ gut, ist glaubwürdig. Wir können schauen, ob wir der Zielgruppe einen speziellen Nutzen stiften, also Handy aufladen mit regenerativen Energien, unterstützt durch einen Energieversorger, kann ich mir in dem Bereich vorstellen. Und wir haben gesehen, dass eben generell eben so nachhaltiges Handeln durchaus auch ein Treiber sein kann von, ich finde das glaubwürdig. Da ist aber dann wichtig, und das ist der vorletzte Punkt, dass wir darauf achten in der Kommunikation, dass der Zielgruppe das auch klar gemacht wird. Ja, also einfach nur ein Logo und sagen, wir machen jetzt hier Umweltkram, das wird keiner glauben, sondern es muss am besten sichtbar werden für die Zielgruppe, damit es halt auch wirklich glaubwürdig dargestellt wird. Ja, und am besten funktioniert die ganze Geschichte letztlich bei Zielgruppen, die umweltbewusst sind. Ja, also wenn ich Festivals habe, wo das vielleicht besonders stark ausgeprägt ist, wären das die ersten Festivals, wo ich als Sponsor jetzt auch hingehen würde, weil ich weiß, da finde ich Leute, die sind offen für sowas, die kann ich halt relativ gut erreichen. Ja, das wäre eigentlich schon so ein bisschen mein Vortrag und ja, vielleicht gelingt es mir ja oder uns oder Bonneur, die haben ja auch so ein bisschen Interesse daran, sowas weiter zu treiben, Sponsoren zu überzeugen, in diese Richtung zu gehen, weil letztlich können alle gewinnen. Das heißt, der Festivalbesucher kann gewinnen, der Veranstalter, der Sponsor und das Allerwichtigste, unsere Umwelt. Vielen Dank.